Guten Abend, liebe Zuschauer, wenn Sie was über Werder Nachwuchs erfahren wollen, wenn Sie über meine Person was erfahren wollen, insgesamt um Werder Bremen, schalten Sie bitte ein, schauen Sie zu. Ein paar Sachen gibt es, was vielleicht interessant sein könnte für Sie. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder dabei sind hier bei uns bei Werder TV. Wie immer, Sie kennen das, hier unser Programm. Und zwar haben wir für Sie diesmal mit dabei das Projekt 100 Schulen, 100 Vereine mit den Werder Profis in Aurich. Leichtathletik, der Run for Help auf Platz 11. Handball, die weibliche A-Jugend beim Weser-Cup. Botschafter Thomas Schaaf unterstützt das Zentrum für trauernde Kinder. Und die Balljungen im Weserstadion. Wir blicken für Sie hinter die Kulissen. Also bitte die Fernbedienung weglegen. Kommen wir zu unserem Studiogast, meine Damen und Herren. Er ist, was man so einen Urgestein Werder Bremens nennt. Er war Werder-Captain, er hat viele hundert Bundesligaspiele für unseren einen Verein gemacht. Er war so die Vorzeigefigur im defensiven Mittelfeld. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Mirko Botava. Hallo. Mirko, lang, lang ist her. Oder kann man sagen, die paar Jahre, die es erst her ist, Sie sind ja noch nicht so ganz lange raus aus dem aktuellen Bundesliga-Geschäft. Was machen Sie momentan? Ja, sind schon 8 Jahre her, ne? Also die Zeit vergeht schon ziemlich flott. Aber ich bin jetzt Gott sei Dank wieder bei Werder Bremen gelandet und ich betreue die U19-Mannschaft und versuche auch was Vernünftiges aufzubauen. Ach, mit Sicherheit, das würde Ihnen gelingen, wenn man so mal liest, so wie die Mannschaft im Moment dasteht. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Gut, auch die Zusammenstellung des Kaders konnte ich noch gar keinen Einfluss nehmen, sozusagen. Aber die Jungs, die bemühen sich, machen, tun. Leider sind wir schon zu weit weg von Hertha. Mhm. Insofern muss man die Jungs versuchen, jedes Wochenende aufzubauen, weil die haben auch ihre Ziele, wo sie was erreichen wollen. Und wenn sie sehen, ja, 18 Punkte zu Hertha BSC, dann lassen sie schon ein bisschen hier und da hängen. Aber jetzt letztes Wochenende haben wir gegen Hertha gespielt, haben auch 1-0 gewonnen. Mhm. Und da sieht man ja auch, dass da die Qualität, dass wir nicht so weit wegliegen, wie der Tabellenstand das aussagt. Ich habe den Bericht gelesen, ich habe leider das Spiel nicht gesehen, aber es, logischerweise war es eine ganz enge Kiste gegen Hertha BSC. Wenn Sie dann direkt mit einem Konkurrenten, der nun weit über Ihnen steht, sich messen, woran erkennen Sie so die feinen Unterschiede? Ich meine, die Tatsache, dass Sie gewonnen haben, spricht natürlich für Werder, aber es hätte ja auch umgedreht ausgehen können. Ja, sicher. Ich denke, das Spiel hätte auch 7-6 oder 6-5 ausgehen können. Mhm. Chancen waren da, hüben wie drüben, aber ich denke, Hertha BSC, wir wollen uns auch nicht unbedingt mit Hertha BSC vergleichen. Die haben ja so ein ganz anderes Umfeld auch in Berlin. Aber wir wollen schon versuchen, dass wir dranbleiben und dass wir die auch vielleicht kommende Saison auch ärgern können. Und das ist schon ein wichtiger Ziel für uns. Und wenn man so bedenkt, dass aus meiner Mannschaft dann 4, eventuell 5 Spieler dann in die Mannschaft von Thomas Wolter aufrückt, dann ist das schon ein gutes Ergebnis. Wie ging das alles los bei Ihnen, Mirko? Irgendwann als kleiner Junge, denke ich mal, haben Sie Gefallen am roten Leder gefunden. Wo sind Sie übrigens aufgewachsen? Ja, ich bin in Prag geboren. Mhm. Da bin ich auch aufgewachsen. Da habe ich auch 12 Jahre lang gelebt, bis wir 68 geflüchtet sind. Ja. Der ganze Familie, Eltern, Bruder, geflüchtet sind nach Australien. Vor dem Prager Frühling oder während dem? Das war während dem Prager Frühling, ja. Das war schon eine Flucht mit Gefahren, sage ich mal. Mhm. Aber wir haben es gut überstanden. Wir sind über Deutschland dann nach Australien auch ausgewandert, haben da 9 Monate gelebt und sind nach 9 Monaten wieder zurück nach Deutschland, wo wir durch die Bekanntschaften, mein Vater hat ja früher mal die C-Jung von Dukla Prag trainiert und da waren wir öfter im Westen und da haben wir so Freundschaften geschlossen, sage ich mal, und durch die Freundschaften sind wir wieder von Australien zurück nach Deutschland
ja, sozusagen geflüchtet wieder. Mhm. Aber Sie hatten dann, wenn Ihr Vater sowieso Trainer war, dann ist ja logisch, dass der Junior wahrscheinlich eine gewisse Affinität zum Fußball hat, ne, von Anfang an. Hat der ja, Vater Sie gefördert? Ja, das auf jeden Fall, aber man muss schon Fingerspitzengefühl zeigen, auch wenn man Vater von einem ist, wenn man dann der gewisse macht. Vielleicht muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben gegenüber den jungen Leuten, weil meistens ist es ja so, wenn der Vater dann was sagt oder wenn die Eltern was sagen, dann hier rein, da raus. Und insofern muss man halt schon ein bisschen behutsam aufbauen alles und darf man nicht immer mit der Peitsche da hinterherstehen. Nee, das ist klar. Das sieht man meinem Sohn ja auch. Der hat vernünftige Ansichten gehabt und dann habe ich auch gesagt, ja gut, dann mach deinen Beruf und spielst du halt nebenbei noch Fußball bei Ostdeutsch Hamburg und Günter Herrmann. Und so ist es auch gut, er hängt sich in seinem Job rein und er weiß ja auch, die Verletzungsgefahr ist ja sehr hoch. Das kann auch schneller vorbei sein, als man denkt. Und insofern immer zweigleisig fahren. Das ist mit Sicherheit der richtige Tipp. Wenn Sie Ihren Sohn so sehen, erkennen Sie sich da selber auch ein bisschen oder ist das ein ganz anderer Typ Fußballer, wie Sie zum Beispiel einer waren? Sie sind ja, den Kampf immer gekommen, ne? Ja gut, mein Bruder war ja besserer Fußballer. Ihr Bruder? Ja, mein Bruder war besserer Fußballer. Obwohl, ich denke, so schlecht war ich auch nicht. Nö. Sonst hätte ich das nicht auf so viele Bundesligaspieler gebracht. Aber mein Bruder war besserer Fußballer. Aber dem fehlte ja der unbedingte Wille, wirklich was zu erreichen im Fußball. Ne? Der hat gesagt, das war nur, nehme ich mal halt mit. Wenn es gut geht, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann mache ich halt was anderes, berufliches. Aber ich habe mich dazu entschlossen, dass ich was im Fußball werden will. Und ich habe den Ehrgeiz gehabt. Und ja, Wille und Ehrgeiz können schon Berge versetzen, sage ich mal. Ja, Mirko, Sie haben das eben so schön nonchalant gesagt. Dann war ich bei Dortmund, dann war ich da dumm. Sie waren ja alleine 6 Jahre bei Borussia Dortmund. 8 Jahre, ja. 8 Jahre sogar. Mhm. Also von 76 bis oder vorher schon? 76 bis 82 waren, glaube ich, die Profis. 76 bis 84, ja. Bis 84. Und dann? Ja. Von 74 bis 82. Von 74 bis 82, ja, bis 8 Jahre. 82 bis 85 Atletico Madrid. Ja. Die Dortmunder Jahre, was war das Besondere an denen? Ja, das ging ja immer rauf und runter. Also im Endeffekt, so einen Titel haben wir nicht erreicht. Ich bin aufgestiegen zwar mit Borussia Dortmund 8 Jahre, aber war trotzdem sehr lehrreich, ne, das alles zu verbinden. Beruf und dann, das war praktisch, wir waren Halbprofis noch, ne, das alles zu verbinden. Und die Sache, deshalb sage ich den Jugendlichen, die müssen erstmal was machen, in der Schule Abschluss haben oder Ausbildungsabschluss haben, weil man weiß ja nicht, ich wusste ja auch nicht, dass ich, wo ich da Starkstrompolitiker gelernt habe, dass ich dann danach anschließend 21 Jahre Fußballprofi werde. Ja, das weiß man ja nie. Ne? Ja. Irgendwann sind Sie dann zu Atletico Madrid gewechselt. Wie kam es zu dem Wechsel? Wollten Sie einfach mal was anderes sehen? Ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil meistens ist das so, wenn man aus dem eigenen Nachwuchs kommt, dass man dann immer so finanziell nicht so vielleicht dasteht, als wenn man teure Spieler holt und die auch richtig Geld kriegen. Dann. Mhm. Das ist, da habe ich mich schon ein bisschen geärgert und ich habe auch verhandelt, ganz lange verhandelt mit Dr. Rainer Raubal und ich habe dann für ein Jahr nochmal unterschrieben und dann 4 Wochen später kam das Angebot von Atletico Madrid und da haben sie für einen Defensivspieler haben sie eigentlich 1,2 Millionen Mark bezahlt damals. Das also war schon allerhand und ich wollte auch was Neues erleben und dann habe ich auch für 3 Jahre unterschrieben bei Atletico Madrid. Hat Ihnen das gut getan, diese 3 Jahre in Spanien? Das hat mir sehr gut getan, ja. Glaube ich gerne. Das so von Erfahrungen, neue Sprachen, neue Kulturen, neues Umfeld. Ist auch für einen deutschen Spieler, der zum Beispiel ins Ausland geht, nach Spanien wechselt, ist es einfacher, als wenn ein Spanier nach Deutschland wechselt, denke ich mal. Von der Mentalität her und von allem dem, weil man wird da wirklich richtig herzlich empfangen auch da in Spanien. Das ist ja auch deren Mentalität. Ne? Ja. Man sagt dann einen Satz und so und die jubeln, wie als wenn ich weiß Gott was gesagt hätte. Ne? Also im Fernsehen ja auch. Aber nach 3 Monaten war ich im Fernsehen, Dolmetscher war dabei, den habe ich ja gar nicht gebraucht. Ja. Ramon habe ich ja ein bisschen mal mich Spanisch ein bisschen unterhalten. Ja. Aber wenn man das aber dann nach 1,5 Jahren hört, was man da überhaupt erzählt hat, dann sag mal, was hast du denn da für Scheiße erzählt? Lothar Matthäus. Aber die Leute, die haben alle geklatscht. Ne? Lothar Matthäus war ja auch mal in New York, ne? Das kennen wir alle. Ja, das gut. Interview. Aber ich wollte nur sagen, dass die Leute wirklich, die warten nur drauf, der hätte auch alles übersetzen können auf Deutsch. Ja. Aber die freuen sich über einen Satz auf Spanisch, freuen sich ja mehr, als wenn der mir da eine halbe Stunde erzählen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen der spanischen und der deutschen Mentalität? Ist das alles hier viel zu bier? Ernst, nimmt man sich selbst so wichtig oder wie würden Sie das charakterisieren? Ja, das ist auch ein bisschen wetterbedingt, denke ich mal. Wenn man so bei uns sieht hier, wenn ein bisschen die Sonne scheint. Och, wir sind doch trotzdem fröhlich, trotzdem ja, so schlechtes Wetter. Wir sind fröhlich, ja. Ich meine, die sind nicht so, die Spanier, die sind nicht so ernst. Also die machen sie auch nicht so, die sagen sich ja, die leben in den Tag hinein. Ja. Die machen sich gar keine Sorgen um morgen oder übermorgen. Die leben in den Tag hinein und das ist vielleicht
nicht unbedingt das Richtige, aber die leben das aus halt. Ne? Die gehen auf die Straße, gehen in die Cafés und die leben das aus. Ne? Mhm. Wir verstecken so ein bisschen alles und das sage ich auch, das hängt vielleicht auch mit dem Wetter zusammen. Das ist gut möglich. Und wir sind natürlich auch, wir machen uns auch viel mehr Gedanken in der Zukunft. Wir haben auch Zukunftsängste. Ja, ne? Stimmt. Haben wir viel. Ist auch berechtigt. Ist auch berechtigt. Sagen, ne? Nur ich wollte das bisschen die Unterschiede mal ein bisschen mal erklären. Ja. Ich denke aber auch in Spanien sieht das auch schon ein bisschen. Bisschen geändert hat, denke ich mal, weil das auch schon ein paar Jahre her sind, wo ich da gespielt habe. Nun waren Sie auf dem Platz nicht unbedingt als Weichei bekannt, ganz im Gegenteil. Sie haben schon einen harten Stiefel gespielt und trotzdem haben Sie niemals eine rote Karte kassiert. Einfach ja, bin cleverer gewesen. Ich bin jeden Zweikampf aus dem Wege gegangen. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Klar, ich bin jedem Zweikampf. Nein, nee, aber Mann, ich habe schon, also auch manchmal, es war ja nicht so, dass ich nur, weil wenn ich gemeckert habe, wenn ich was gesagt habe zum Schiedsrichter, das war ja nicht so, dass ich sie immer kritisiert habe. Mhm. Ich habe sie auch mal gelobt. Oh, super gepfiffen und gut gemacht und so schön gesehen, ne, auch wenn das vielleicht gegen mich war. Ne, aber ja. Ich habe sie immer auch mal zwischendurch vorbeilaufen, habe ich sie auch mal gelobt. Ne. Ja. Und das kam vielleicht auch ganz gut an. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wie oft ich jetzt vom Platz fliegen würde, aber dass ich keine rote Karte gekriegt habe, das spricht eigentlich für mich. Fairer Spieler. Ja, klar. Versucht, alles abzulaufen, die Bälle abzulaufen durch meine Schnelligkeit. Ja. Und dann war das ganz okay. Schon. Ja, Sie sollen ja so der Einzige gewesen sein, der unter 9,6 hier gesprintet ist. Wie viel Meter? Ja, 50. Marco hat immer gesagt, beim 15-Meter-Sprint hat Marco immer gesagt, ich soll was zu essen, was zu trinken mitnehmen. Ach so, für ihn dann. Für mich.